Bei den Mainzern gab es eine Feststimmung, denn hier am ersten Spiel, beziehungsweise in der ersten Rundenspiel des DFB-Pokals, gab es direkt ein Derby. Und damit ist auch das Stadion vollgepackt gewesen. Der erste FSV Mainz 05 traf auf den Eintracht Frankfurt. Auf die Eintracht Frankfurt, so. Und es gab in der vierten Minute direkt die erste Gelegenheit für Dominik Kor. Doch der platzierte seinen Ball nicht genug. Fehlten noch ein paar Meter. Springen wir in die 16. Spielminute. Götze mit der Vorlage, aber auch der Mainzer Schlussmann ist hellwach von Anfang an in diesem wichtigen Erstrundspiel. Lindström, der den Ball auf Götze bringt, Kamada auf Lindström und da ist die Gelegenheit für Knauf. Und natürlich pfeift die Schiedsrichterin hier auf Handelfmeter in der 34. Spielminute. Spielt sich da klar den Ball an die eigene Hand und deswegen bekommen die Frankfurter hier früh, sagen wir mal spät in der ersten Hälfte, früh im Spiel, wie auch immer, die Gelegenheit zum 1:0 und dann vergeben sie diesen Elfmeter. So eine Chance bekommst du nicht zweimal und meine Güte, die haben sie echt hier verschenkt. Aber die erste Hälfte endete noch nicht. Lindström. Schickt da Knauf. Das ist Kamada und Götze, der schickt hier Kolomoani und er macht in der 44. Spielminute das 1:0 für die Frankfurter. Ganz wichtiges Tor. Denn Mainz drückte auch im Laufe des Spiels immer weiter auf das Frankfurter Tor. Gab zwar keine nennenswerten Aktionen, aber Frankfurt war nicht so souverän, wie man es denken könnte. Aber damit war noch nicht die erste Hälfte vorbei. 2 Minuten gab es drauf und das ist genügend für Onivos. Genau. Erstmal den Namen fahren. Um das 1:1 zu erzielen. Auch diese Grätsche sehr gefährlich. Kurz vor kurz nach dem Wiederanstoß. Kolomoani weiter am Ball. Da ist Kamada, er bringt ihn auf Lindström und er macht jetzt 2:1 in der zweiten Hälfte, also folgerichtig. Die 48. Spielminute. Vielen Dank. War schön abgelegt. So wünscht man sich das doch als Frankfurter. Was die Mainzer Abwehr da gemacht hat, ich bin mir nicht sicher. Da wird sich der Trainer einiges anhören dürfen. Wittmar bringt den Ball auf. Sein Partner und er macht das 2:2. Onisivo. Ich hab's immer noch falsch ausgesprochen. Aber ist mir egal. Das einzig Wichtige ist, dass es hier 2:2 steht und alles wieder offen ist.
Frankfurter wieder mit der Gelegenheit. 67. Spielminute. Es gibt den nächsten Elfmeter. Wieder Handspiel und wieder einmal deutlich, denn da oben hat. Okay, es war die andere Hand, aber trotzdem. Es ist unglücklich. Das ist sogar noch ziemlich nett. Kamada erzielte das 3:2 für die Frankfurter. In der 82. Spielminute. Frankfurt drückte weiter hier auf das Mainzer Tor und mit dem 2:4 sollte es dann doch, sag ich mal, relativ deutlich sein. Spielminute, Kolomani, 2:5, deutliche Angelegenheit, Mainz ohne Chance im zweiten Durchgang. Und das ist das Frankfurt, was man in der ersten Hälfte so ein bisschen vermisst hat. Unglücklich für den Keeper, hätte man aber auch seitens der Abwehr besser regeln können. Und damit endet das Spiel 1:2 in Mainz. Damit zieht Frankfurt in die nächste Runde ein. Das Erstliga-Duell findet damit seinen verdienten Sieger in Eintracht Frankfurt.